Der Fachbereich Elektro unterteilt sich in verschiedensten Gegenständen. Beginnen wir mit dem ersten Gegenstand, die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Übungen. Hier haben die Schüler 3 Wochenstunden. Was kann man sich unter diesem Gegenstand vorstellen? Im Prinzip ist es eine Mischung zwischen Mathematik, Physik und Chemie. Inhalt ist angewandte Physik, angewandte Chemie und dann der große Teil Elektrotechnik. Ein paar Inhalte, Spannungstechnik, Widerstandsberechnungen, das Ohmsche Gesetz, Elektromagnetismus. Das ist im Prinzip das, was wir in den naturwissenschaftlichen Grundlagen und Übungen behandeln. Der zweite Gegenstand, hier werden durchgenommen die IT-Grundlagen, die Hardware, die Softwaregrundlagen, Textverarbeitung, in erster Linie Word, Tabellenkalkulation und Präsentation, Excel und PowerPoint werden hier besprochen. Die angewandte Informatik haben die Schüler 2 Wochenstunden. Der dritte Gegenstand im Fachbereich Elektro ist technisches Zeichnen. Technisches Zeichnen haben die Schüler 2 Wochenstunden. Zu dem Inhalt, ja, die Normen, die Bemaßung, dann natürlich die Darstellungsformen von Körpern, Normalrisse bzw. Schrägrisse, ist an und für sich eine Wiederholung der Sekundarstufe 1 und zusätzlich zum Fachbereich Elektro passend natürlich die Schaltpläne, die verschiedensten Darstellungsformen, der Stromlaufpläne und natürlich dann zu guter Letzt die Installationspläne. Als vierten Gegenstand haben wir die Fachkunde Elektro. Hier beginnen wir mit Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütung, besprechen die Gefahren des elektrischen Stroms, kommen dann auf die Werkstoffkunde und Werkzeugkunde. Dann geht es in die Grundlagen der Installationstechnik, die Grundlagen der Messtechnik und natürlich in die Elektronik. Und unser Hauptgegenstand, wo wir in der Woche 5 Wochenstunden haben, das ist die Fachpraxis. Hier im Elektrolabor findet dieser Unterricht statt. Kabelverbindungen, dann geht es hin, dass wir halt einfache Verlängerungskabel bauen. Dann kommt der Großteil der Arbeit, wie man es hier dann bei den Schülern sieht, die Arbeit an unseren Experimentierplatten. Sie bieten uns die Möglichkeit, sämtliche gängigen Schaltungen zu simulieren. Beginnend beim Ein-Ausschalter über Serienschalter, Wechselschalter, zweipoligen bis dann hin zum Kreuzschalter. Das Jahr abschließen tun wir in der Fachpraxis, indem wir in die Elektronik reingehen. Hier bauen wir einzelne elektronische Bauteile, wie wir es hier sehen, wie zum Beispiel Alarmanlagen, einen Flip-Flop-Speicher, eine Mini-Alarmanlage. Mit unserem Elektrosortiment haben wir hier die Möglichkeit, diese elektronischen Bauteile auch in der Schule, in der Fachpraxis darzustellen.